Hey ho zusammen und willkommen zu einer ganz, ganz kleinen Nachrichtenversion. Ja, das ist jetzt die nicht ganz so Fit-Ausgabe, deswegen sitze ich auch in meinem Schlafzimmer. Mir ist nämlich jetzt gerade wieder arschkalt, bin also ins Bett gekrochen. Aber ich habe eine Meldung für euch, da müssen wir jetzt sofort drüber reden. Vielleicht machen wir dann später noch einen Vlog, aber versprechen will ich es euch noch nicht. Das ist dann momentabhängig, würde ich sagen. Wir haben aber etwas, da habe ich mich weggeschmissen, als ich es gelesen habe. Dankeschön fürs Verlinken bei Discord, sonst hätte ich das wahrscheinlich jetzt nicht so zeitnah gefunden. Denn es gibt ein bisschen Wirbel um unseren Experten, unser Piratenkapitän. Der tönt ja in so ziemlich jedem Fernsehstudio, wie toll und erfahren er doch ist und was für ein Universalgelehrter. Er hätte ja da eine Professur gehabt und dort eine Professur und überhaupt, er wäre das einzige Genie im Land. Zumindest könnte man das meinen, wenn man sich anschaut, wie der regelmäßig vor Fernsehzuschauern, vor Millionen Absurdistanern agiert auf der Flimmerkiste. Nee, in der Flimmerkiste. Nun, gibt es aber offensichtlich erste Ungereimtheiten, was seine Professuren bzw. seinen Lebenslauf angeht. Da haben unter anderem die Weltzeitung, praktischerweise hinter einer Paywall, also praktischerweise für ihn hinter einer Paywall, sowie auch die Bildzeitung und unser Boris darüber berichtet. Ich würde euch an der Stelle nahelegen, den Artikel bei Boris zu lesen. Der ist sehr umfangreich, sehr, sehr lesenswert. Aber da wir ja bei YouTube sind, brauche ich eine Mainstream-Quelle. Deswegen gebe ich euch mal die Bildzeitung an. Da könnt ihr das Ganze ohne Paywall lesen, weil der Welt, naja, nur über Drittquellen wisst ihr ja Bescheid. Aber was hat sich da nun zugetragen? Er scheint über, nennen wir es mal, eine gewisse Hilfsbrücke Professor in Köln geworden zu sein damals. Er hatte sich, als er 32 war, vor ungefähr 25 Jahren in Tübingen auf eine Professur beworben, hat sich da hingestellt, hat erzählt, er hätte dieses Forschungsprojekt geleitet und hätte da Drittmittel bekommen und das würde ja gefördert vom Gesundheitsministerium. Da ging es angeblich um 2 Millionen und er hätte das und das und das alles publiziert, hat also mit vermeintlichen Erfolgen nur so um sich geschmissen. Das hat die Universität Tübingen offensichtlich tief beeindruckt, besonders wohl der Verweis auf Drittmittel und dass man da Geld nach Tübingen bringen könnte. Das schien so ein bisschen die Masche gewesen zu sein. Zumindest nach allem, was bisher bekannt ist in der Presse, hat er der Universität Tübingen wohl Fördermittel versprochen. So von wegen, er ist ja bereits Leiter eines Forschungsprojektes, was gefördert wird vom Gesundheitsministerium. Und er hätte ja dann die Möglichkeit, dass da vielleicht ein nicht unerheblicher Teil dieser Fördermittel nach Tübingen geht. Die Universität in Tübingen war nicht sonderlich gut aufgestellt finanziell gesehen. Die haben da also ein gewisses Interesse dran haben können, dieses Geld zu bekommen. Und unser Piratenkapitän scheint dann nun der große Favorit gewesen zu sein für diese Professur. Ist ja auch klar, wenn der da erzählt, er hat da Fördergelder, die er beschaffen kann, ist es dann nicht weit hergeholt, dass eine Uni in prekärer Finanzlage da vielleicht nicht ganz abgeneigt ist. Tübingen ist aber nicht Köln, wie ihr jetzt sicher selber mitbekommen habt. Da kommt jetzt die Krux der Geschichte. Er ist dann anschließend mit der Zusage von Tübingen, die wollten ihn wohl einstimmig haben, nach Köln gegangen. Und scheint er wohl, zumindest ging das aus den Artikeln so hervor, scheint er wohl dann in Köln darauf verwiesen zu haben, ja, ja, die Tübinger wollen mich ja unbedingt haben, so nach dem Motto Marktwert steigern. Die wollen mich, das ist ja so ein klassisches Bewerbungsgespräch-Ding, da wird ja auch immer gesagt, ja, wenn man da bei einer Firma ist, dann kann man ja mitunter auch durchblicken lassen, dass man schon andere Angebote hat, so ein bisschen Druck aufbauen. Und genauso wirkte das auf mich. Scheint er wohl nach Köln gegangen zu sein, dass er vielleicht so ein bisschen Druck aufgebaut zu haben, von wegen die Tübinger, die wollen mich. Kann da das und das an Fördermitteln wohl organisieren, bin da der und der Leiter, bin also da der einzige Experte hier im Land. Also überlegt es euch, ob ihr mich nicht doch haben wollt. Das dürfte in etwa zusammengefasst das sein, was da so oder so ähnlich vor etwa 25 Jahren abgelaufen ist und was dann den Grundstein für die gesamte politische Laufbahn in die Wege geleitet hat. Aber jetzt gucken wir uns mal an, warum das problematisch ist. Denn das klingt ja erstmal alles schön und gut, so ein bisschen im Bewerbungsgespräch tricksen, von wegen, ja, die anderen, die wollen mich aber unbedingt haben, um da den potenziell bevorzugten anderen Arbeitgeber auf seine Seite zu ziehen. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, das ist ja relativ normal. Aber wenn die vermeintlichen Erfolge, mit denen man sich als Sieger ins Rennen gebracht hat in Tübingen, eventuell so gar nicht existieren, dann ist es kritisch. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Denn da wurde ein bisschen nachgegraben, sowohl vom Mainstream als auch von Boris, der da sehr detailliert drauf eingegangen ist. Und dabei ist herausgekommen, dass dieses Forschungsprojekt, das er angeblich geleitet haben soll, unser Piratenkapitän, dass das so in der Form gar nicht existiert. Also zumindest ist dem Gesundheitsministerium, was das gefördert haben soll, ein eben jenes Forschungsprojekt mit diesem Titel und Inhalt nicht bekannt. Es gab lediglich ein ähnliches allgemeines Forschungsprojekt. Da war unser Piratenkapitän aber nur als Assistent eingestellt. Und eine Assistentenstelle ist jetzt was anderes, als Leiter eines Forschungsprojektes zu sein. Und ein Assistent hat normalerweise auch nicht allzu viel Einfluss auf Fördergelder. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Ähnliches gilt wohl auch für seine Publikation. Er soll da haufenweise Bücher schon rausgehauen haben. Für das eine sollen auch 20.000 Euro Fördermittel da
zugesagt gewesen sein. Aber auch die Bücher sind wohl damals entweder noch gar nicht erschienen gewesen oder die Fördermittel für das eine Buch sind gar nicht geflossen, weil das Buch dann nicht veröffentlicht wurde. Also auch hier wieder irgendwie merkwürdig. Er soll es zwar theoretisch eine Zusage gegeben haben, aber das ist offenbar nie zustande gekommen, das Ganze. Hat sich wohl was angebahnt, aber aus irgendwelchen Gründen ist es dann kurz vorher noch geplatzt. So, und jetzt sind wir in einer Situation, wo man sich fragen kann, okay, wie kommt denn nun das eine zum anderen? Ist da vielleicht ein Vorsatz vorhanden gewesen? War das vielleicht ein beabsichtigtes Hochstapeln, sich also in Tübingen hinzustellen und zu sagen, man wäre der Leiter von dem und dem und es wäre mit 2 Millionen Euro von der Politik gefördert, also so richtig schön fett auf die Kacke hauen, um Tübingen als Fürsprecher zu bekommen, um dann wiederum in Köln darauf verweisen zu können, dass Tübingen ihn unbedingt haben will, damit Köln dann im Zweifel vielleicht gar nicht weiter nachfragt, weil wenn Tübingen ihn unbedingt will, dann kann er nicht so schlecht sein. Gibt es da vielleicht eine gewisse Kausalität? Hat man da versucht, mit Hochstapelei sich einen lukrativen Posten zu schaffen? Und hat man da Dinge behauptet, die zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht zugetroffen haben? Hat man sich reingefaked eventuell? Das sind jetzt harte Worte, aber im Prinzip, es gibt ja so dieses auf Social Media vor einigen Jahren mal hochgekocht, fake it till you make it. Da haben dann ganz, ganz viele Instagrammer angefangen, sich irgendwie 100.000 Abonnenten zu kaufen, so irgendwelche Sockenpuppen aus Indien. Ist das Blödeste, was du machen kannst, aber das hat man ja damals immer so, haben ganz, ganz viele Coaches erzählt, ihr müsst so tun, als ob. Ja, vielleicht hat unser Piratenkapitän damals so getan, als ob er das alles erreicht hätte und seine Fördermittel, um sich reinzusneaken, um dann tatsächlich Zugriff auf Fördermittel und irgendwelche lukrativen Posten zu haben. Das Ganze gab es schon einige Male, auch im kriminellen Bereich. Da gibt es zum Beispiel diese Anna Delvey oder wie sie heißt, oder Anna Sorokin, die so eine angebliche Millionenerbin ist nach Amerika gewandert, nach Amerika gereist, hat sich da als deutsche Millionenerbin ausgegeben. Er hat sich da überall durchschmarotzt auf Kosten von anderen relativ reichen Leuten, hunderttausende Euro abgezockt, Hotelrechnungen ohne Ende. Da gibt es mittlerweile auch eine Netflix-Doku drüber. Die hat einfach was behauptet. Sie wäre die reiche Millionenerbin und immer gab es irgendeine Panne. Ja, sie kann gerade nicht mit ihrem Flugzeug fliegen, weil das ist in der Reparatur und sie hat gerade irgendwie Stress mit ihren Eltern und das Geld kommt aber bald. Hat sich also wirklich da so ein bisschen durchgelogen. Das hat mehrere Jahre funktioniert. Kann mir jetzt hinterfragen, ja, wie blöd waren denn dann die anderen, die drauf reingefallen sind. Aber das ist eine der bekanntesten Hochstaplerinnen der neueren Zeit. Ist dafür auch in den Knast gewandert. Mittlerweile ist sie tatsächlich relativ reich, weil sie ihre Filmrechte verkauft hat an dieser Geschichte. Und auch die ist da wohl durch die New Yorker High Society getingelt und hat sich als was ausgegeben, was sie gar nicht ist, um Vorteile zu erlangen, um dann am Ende wirklich, naja, nicht unerheblich viel Knete zu haben. Und an die Anna musste ich denken, als ich die neuen Entwicklungen zu unserem Piratenkapitän gelesen habe. Der wird doch von einem Fernsehstudio ins nächste durchgereicht und uns wird immer erzählt, wie geil er doch ist. Und wie passt denn das dann zusammen, dass möglicherweise der Grundstein für all das, was er jetzt behauptet zu sein, dass der sich mutmaßlich so gar nicht zugetragen hat? Noch interessanter wird es, wenn man schaut, wie das Gesundheitsministerium reagiert. Die haben zwar mitgeteilt, ja, das Projekt, das ist uns da gar nicht bekannt, was angeblich, was er da geleitet haben soll. Aber auf genauere Fragen, wie das nun mit den Aussagen ihres aktuellen Chefs zusammenpasst, da wollte der Sprecher, mit dem Boris ja schon einiges zu tun hatte in der Bundespressekonferenz, da wollte der Sprecher komischerweise nicht viel zu sagen. Da hat man da nur erzählt, naja, nach 25 Jahren könne das ja nicht mehr rekonstruiert werden. Ja, also auch nach 25 Jahren sollte es eigentlich noch vermerkt sein, was für Fördermittel für welches Projekt verwendet wurden. Also auch nach 25 Jahren sollte noch nachweisbar sein, welche Wissenschaftler an welcher Studie beteiligt waren beispielsweise oder an welcher Publikation. Bei einem Studienbericht, wo er angeblich der Leiter gewesen sein will, der wird auch noch nicht mal als Autor aufgeführt. Und das ist dann schon irgendwie seltsam. Oder wird zumindest laut Pressebericht nicht als Autor aufgeführt. Ich habe mir den Studienbericht jetzt nicht angeschaut. Ich habe es ja gerade eben erst gelesen. Aber Boris hat das sehr detailliert in seinem, auf seiner Seite geschrieben. Und auch die Bild-Zeitung ist da relativ konkret drauf eingegangen. Bei der Welt hat man es leider versteckt. Jetzt könnte man meinen, okay, wie so eine mutmaßliche Hochstapelei, das ist eigentlich ein Rücktrittsgrund. Gab ja auch schon in gewisser Äußerungen seiner Ex-Frau, die hat er vor einigen Jahren schon gesagt, dass da doch einiges im Argen zu liegen scheint, dass er nicht unbedingt der ist, der er vorgibt. Die war ja da sehr, sehr kritisch, was ihn angeht. Mag auch daran liegen, dass er offenbar, also, dass es da wohl so ein paar Unterhaltsprobleme gegeben haben soll vor einigen Jahren. Inwiefern das jetzt gelöst ist, da ist mir nichts Neueres zu bekannt. Aber da gab es wohl einen Gerichtsprozess seiner Ex-Frau gegen ihn wegen dem Unterhalt für die eigenen Kinder. Das hat jetzt nichts mit der Politik zu tun, aber das lässt vielleicht so ein bisschen durchblicken, mit was für einer Person wir es hier zu tun haben. Denn, naja, wenn man es in die Welt setzt, dann sollte man sich eigentlich auch drum kümmern. Ansonsten den Dödel eben nicht irgendwo reinstecken, wo was passieren kann, sondern die Taschenmuschi verwenden, das wäre vielleicht sinnvoller. Aber kommen wir zurück zum Seriösen. Wir wollen ja über Politik reden. Und aktuell haben wir eine relativ harte Anschuldigung, dass die Sachen, die er damals wohl im Bewerbungsgespräch in Tübingen
groß herausposaunt hat, dass die eventuell nicht sonderlich realitätsnah sind. Sein echter Lebenslauf, Zitat aus der Bild-Zeitungsartikel oder ein sinngemäßes Zitat, passt überhaupt nicht zu dem, was er da erzählt hat. Es wäre für andere Politiker ein Rücktrittsgrund. Und eigentlich kann man auch davon ausgehen, dass auch in einem Bewerbungsgespräch nicht gelogen wird oder nicht hochgestapelt wird. Ich meine, wenn ich mich hinstelle und sage, ich wäre jetzt gern Professor so und so und ich habe die und die Studie geleitet und dann kann ich da noch 5 Millionen Fördergelder ran schaffen und das stimmt alles nicht. Ja gut, dann... Ja, müssen wir nicht drüber reden. Es ist abstrus. Es ist schon für einen Otto-Normalverbraucher abstrus. Wenn so jemand dann im Zweifel auch noch in irgendeinen Posten bekommt mit einer gewissen Verantwortung und da dann was passiert, zum Beispiel bei Ärzten gab es ja auch schon mehr Hochstapelei, dann gibt es da im Zweifel auch strafrechtliche Konsequenzen und das völlig berechtigt. Aber als Hampelpolitiker, ach mein Gott, ich bezweifle, dass da viel passieren wird. Ich bezweifle auch, dass da viel drüber geredet wird. Man hat wohl noch mit einem tatsächlichen Vertreter dieser damaligen Studie gesprochen, ich glaube sogar der echte Leiter, und dem wurde wohl angeraten, es solle da doch bitte Stillschweigen bewahren, was das angeht. Ja, jetzt wüsste ich gern, warum man da Stillschweigen bewahren soll. Irgendwie wollte sich die Uni wohl auch nicht zu äußern, die scheinen sich da alle sehr bedeckt zu halten. Das ist so ein kleines Déjà-vu für mich, denn erinnert ihr euch noch dran, wie das mit unserem einzigen Experten hier im Land, Trost Nocchio, war, mit seiner Doktorarbeit, wo keiner was zu sagen wollte. Erst hieß es, die Doktorarbeit wäre am Stück publiziert worden, dann plötzlich soll es einen Wasserschaden gegeben haben, der die Doktorarbeit zerstört hat. Dann hieß es anschließend plötzlich, ja Moment, die Doktorarbeit wäre doch nicht am Stück gewesen, es wären ja mehrere in Fachmagazinen erschienene Einzelartikel. Ja, entscheidet euch doch bitte mal. Also die Doktorarbeit des Trostnokius, die ist ja auch eine Causa für sich und irgendwie wollte keiner so richtig meine offizielle Stellung zu beziehen. Hat was von Politkrimi und eventuell haben wir jetzt eine weitere Episode von Politkrimi. Ich bin sehr gespannt, ob sich da weiter reingehangen wird von Mainstream-Seite, ob da noch genauer nachgebohrt wird. Kann ja nicht sein, dass man sich da hinstellt und sagt, nee, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Wir reden hier über einen Politiker, der von unseren Geldern bezahlt wird, der aktuell massive Eingriffe ins momentane Gesundheitswesen plant, der Patientendaten verscharren will, angeblich ja nur für die Forschung, ja nie, ist klar. Und in so einem Fall, da sollte man doch eigentlich von ausgehen können, dass man es mit jemandem zu tun hat, der wirklich Expertise hat und der sich nicht nur mit irgendeiner Hochstapelei auf einen Posten geschoben hat und dann durch diesen Posten wiederum auf andere Positionen weitergerutscht ist. Ich denke, da müssen wir nicht drüber reden. Es sollte klar sein, dass als Gesundheitsminister ein echter Experte vorhanden sein sollte und nicht jemand, der, naja, durch geschicktes, mutmaßliches Tatsachenverdrehen und ein bisschen dick auftragen, irgendwo eine Professur bekommen hat, die er eigentlich unter normalen Umständen, wenn er komplett mit offenen Karten gespielt hätte, wohl eher nicht gekriegt hätte. Aber klar, so eine Professur, gerade in Köln, die ist sicherlich auch ein Türöffner. Über den Posten kann man sich natürlich wieder anderweitig profilieren. Klingt für mich sehr nach, einer Glücksrittertum ist falsch, aber es hat ein gewisses Geschmäckle. Und wenn da schon mutmaßlich geflunkert wurde, wie sieht es dann in anderen Bereichen aus, was die Expertise angeht? Aber kommen wir erstmal zum Ende mit der kleinen Meldung. Ich wollte euch das nur sofort erzählen. Unser Piratenkapitän scheint keine strahlend weiße Weste zu haben, was das angeht. Hat offenbar im eigenen Lebenslauf ein klein wenig, naja, hat es ein bisschen geschönt. Er selber sieht da sicherlich auch gar nichts Verwerfliches dran. Bin mir bei ihm auch nicht sicher, ob er wirklich versteht, was Realität ist und was nicht. Weiß ich bei ihm wirklich nicht, wenn man ihn sich anschaut, sein Verhalten der letzten 3 Jahre, das ist ja völlig wahnhaft. Ich weiß jetzt nicht, wie er früher war, möglicherweise war das da noch ein bisschen seriöser, aber der ist ja völlig, also der fährt doch seit Jahren nur noch Panikfilm. Ich kann den Mann nicht ernst nehmen. Permanent nur Angst und Panikmache, Alarmismus, entweder der verstellt sich sehr, sehr gut oder der ist wirklich irgendwie ein bisschen, naja, gut, macht euch da bitte eure eigenen Gedanken zu. Also von daher, eventuell ist da tatsächlich so ein bisschen Realitätsverlust vorhanden, dass er gar nicht mitbekommt, was stimmt und was nicht stimmt. Also vielleicht ist das für ihn tatsächlich so, dass er das und das da geleitet hat an Studien, dass er da und da das Geld dran schaffen konnte, kann ja alles sein. Gibt es ja entsprechende Krankheitsbilder, die dann bedingen, dass man Sachen, die man sich einredet, wirklich glaubt oder sowas. Ich will mich da nicht drüber lustig machen, nicht falsch verstehen, aber das wäre eine logische Erklärung, warum da vielleicht gar kein Unrechtsbewusstsein da ist. Aber warten wir mal ab, ob wir da noch weitere Informationen finden oder ob sich da noch andere Belege für auftun werden, ob da vielleicht doch mal jemand spricht von damals, auch wenn den Stillschweigen geraten wird, von wem auch immer, wüsste schon gern, wer da offensichtlich will, dass die anderen das Maul halten. Muss ja irgendwas in der Hand sein, um Druck auszuüben oder vielleicht droht man auch damit, dass die Reputation weg ist und sie als Verschwörungstheoretiker diffamiert werden in der Öffentlichkeit oder so, denn an gewissen politischen Stellen hat man natürlich auch nicht unerheblich viel Macht.
als Gesundheitsministern, da kann man im schlimmsten Fall durchaus dafür sorgen, dass dem einen oder anderen, naja, Uni-Professor vielleicht die wirtschaftliche Existenz entzogen wird, jetzt über Umwege. Ich weiß nicht, ob das so stattgefunden hat, aber wenn da jemand sagt, ihm wurde geraten, sich dazu nicht zu äußern, naja, dann ist das schon irgendwie, es macht ein bisschen nachdenklich. Aber jetzt lest euch gerne den Artikel bei Boris durch, Mainstream-Quelle, Bild-Zeitung und Weltzeitung. Ein paar kleinere, ich glaube, der Fokus hat auch was zugemacht. Und dann schauen wir mal, dass wir uns im Vlog wiedersehen. Ob vor oder nach dem Schlafen, das entscheide ich aber dann ganz spontan. Deswegen, bis später.